Wir gehen zum Hadith Nummer 5. Der Hadith Nummer 5 ist der Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Dieser Hadith hat auch eine äußerst große Wichtigkeit. Und zwar ist er eigentlich das, wenn wir uns das mal wie ein Puzzle vorstellen, aus nur zwei Teilen. Der Hadith, innamal a'malu bin niyat, die Taten entsprechen den Absichten oder bemessen sich an den Absichten, ist das erste Puzzleteil. Und das zweite Teil, mit dem der Dien in Vollkommenheit kommt, ist dieser Hadith. Der Hadith von Umar ist nämlich ein Maßstab für die inneren Handlungen des Menschen. Er stellt einen Maßstab für die inneren Handlungen. Mizanu, al-Mizanu al-Amali, der al-Mizanu al-Batini. Innam al-A'mal bin-Niyat, Mizanu al-Batin. Und hier dieser Hadith, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawrad, Mizan al-Zahir, Mizan al-Amali. Das ist ein Maßstab für die offensichtlichen Taten und Handlungen. An ihnen messen wir die Taten, die wir sehen können. Im Hadith Innam al-A'mal bin-Niyat messen wir die inneren Handlungen des Menschen. Das sind also zwei Maßstäbe. Daher habe ich euch auch gesagt, dass Abu Dawud sagte, dieser Hadith ist eines der vier Hadith, auf die der Islam gründet. Usulu kulli fannin arba'a. Vier Hadith sind die Grundlagen jeder Disziplin. Und eines davon ist dieser Hadith. Aus diesem Hadith haben die Ahlul Ilm einige Regeln, Maxime des Fiqh entnommen. Wir wollen zwei davon hier ansprechen. Das erste handelt um die sogenannten Al-Uqud al-Fasida, unvollkommene unvollkommene Verträge und Ibadat, nehmen wir das Wort Ibadat hinzu, oder verdorbene Verträge. Ja. Al-Uqud al-Fasida. Der Prophet sagt hier, man amila amalan laysa alayhi amruna fahurad. Wir haben den Hadith gar nicht gelesen, Moment, gehen wir zurück. Überliefert von Umm al-Mu'minin, Umm Abdullah, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, die sagte, der Gesandte Allahs sprach, wer in dieser unserer Sache etwas Neues aufbringt, das nicht zu ihr gehört, dem trifft Zurückweisung, also der Handlung, Zurückweisung. Das ist der Wortlaut von Bukhari Muslim. In der Version bei Muslim heißt es, wer eine Handlung tut, mit der unsere Sache nicht in Einklang steht, der trifft Zurückweisung. Wer eine Handlung tut, die nicht in Einklang steht mit unserer Angelegenheit, dem trifft Zurückweisung. Hieraus ergeben sich einige Sachverhalte, die in den Al-Qawaid al-Fiqh besprochen werden. Nummer 1, lassen wir das mal kurz beiseite, das, was ich eben aufgeschlagen hatte. Kommen wir erstmal zu einem anderen Sachverhalt. Der ist äußerst wichtig.
Er wird in den im Usul al-Fiqh behandelt. An-Nahyu yaqtadi al-Fasad, lautet die Regel. Verbote führen zur Nichtigkeit oder Hinfälligkeit. Ich möchte, dass ihr euch das mal durch den Kopf gehen lasst und versucht herauszufinden, was hat diese Regel mit dem Hadith zu tun. An-Nahi yaqtadi al-Fasad. Verbote oder verbotene Handlungen haben den Fasad zur Folge. Hinfälligkeit, Nichtigkeit, Annullierung, ich weiß nicht, wie man das auch übersetzen mag. Was hat diese Regel mit dem Hadith zu tun? Wer eine Regel, verbinden wir das mal. Wer eine Handlung tut, die verboten wurde, entspricht seine Handlung dem, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, entspricht nicht der Handlung. Darum der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, fahuwa radd. Die wird zurückgewiesen. Das heißt, sie ist ungültig. Das ist jetzt nur so grob und pauschal dargestellt. Das hat natürlich Details. Und zwar möchten wir das in 4 Punkten erklären, diesen Sachverhalt. Wer eine Handlung tut, die ihm verboten wurde, wir betrachten das jetzt mal im Lichte der Ibadat. Wir gehen jetzt von Ibadat aus. Er führt eine Handlung aus, eine Ibadat, die ihm verboten wurde. Wenn wir sagen, An-Nahy yaqtadi al-Fasad, Verbote haben Ungültigkeit zur Folge, dann würde man vielleicht daraus schließen, dass jede verbotene Handlung oder jede Handlung, die verbotene Aspekte beinhaltet, ungültig ist. Aber das ist nicht der Fall. Ibn Rajab al-Hanbali al-Baghdadi, ein großer Rechtsgelehrter der hanbalitischen Rechtsschule, sein Buch Al-Qawa'id wird als ein Wunder betrachtet. Die Ulama zählen dieses Buch als ein Weltwunder. Sein Buch für Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. In diesem Al-Qawa'id al-Fiqhiyya hat, das ist der typische Madhhab, hat er diese Regel formuliert. Er sagt, diese Regel hat 4 Fälle, 4 Situationen. Nummer 1. Das Verbot bezieht sich auf die Ibadah selbst. Oder auf die Handlung selbst, wenn man das verallgemeinern möchte. Das heißt, es gibt Verbote. Der Prophet hat beispielsweise verboten, an Tage des Eid zu fasten. Richtig? Naha an sawmi yawm al-Eid. Tayyib. Also er hat die Tat selbst verboten. Jemand fastet am Yawm al-Eid. Gültig? Ist ungültig. Das ist die Situation 1. Dass eine Handlung selbst verboten wird. Diese Handlung ist ungültig. Die trifft nämlich zu 100% auf diesen Hadith. Man amil amalan laysa alayhi amruna. Das ist also schon mal geklärt. Dazu gehört auch zum Beispiel das Beten zu den Verbotszeiten. As-salatu fi awqatin nahi. Batilatun. Das ist ungültig. Im Madhab der Hanabila zumindest. Ich rede nicht immer verallgemeinernd. Also ich rede über den Madhab der Hanabila, den meisten Dingen, die ich sage, wenn es sich um Sachen handelt. Dazu gehört auch das Fasten an den Ayyam al-Tashriq. Das Fasten an den Ayyam al-Tashriq, das sind die 3 Tage nach dem Eid, nach dem Opferfest.
Die nennt man Ayyam al-Tashriq. Wisst ihr, warum man sie Ayyam al-Tashriq nennt? لماذا سميت بأيام التشريق؟ من بايس يمت؟ Ja, weil sie danach in das Fleisch, man hatte es zum Trocknen, wir haben das Fleisch getrocknet, man hatte das, ja, nee, ich weiß nicht, wie man das genau gemacht hat, aber man hat es, glaube ich, der Sonne ausgesetzt. Ich weiß aber nicht ganz genau. Deswegen nannte man sie Ayyam al-Tashriq. Das wird zumindest gesagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ayyam al-Eid, Ayyam aklin wa shurb. Die Tage von Eid sind Tage des Essens und des Trinkens, nicht des Fastens. Daher, wer in diesen Tagen fastet, sein Fasten ist unglücklich. Das ist die Situation 1. Situation Nummer 2. Das Verbot bezieht sich auf eine spezifische Bedingung der Ibadah. Das heißt, was meine ich mit spezifischer Bedingung? Ich meine, diese Bedingung zählt nur für die Ibadah. Auch das ist dann in diesem Fall ungültig. Ein Beispiel dafür. Eine Bedingung des Salah ist das Satr al-Awra, oder nicht? Satr al-Awra, das Bedecken der Awra im Gebet. Das ist eine Bedingung nur für das Gebet. Denn an anderen Stellen kann man seine Aura entblößen. Oder nicht? Hä? La yajuz? Man kann entblößen, wenn du duschen gehst, wenn du auf die Toilette gehst. Tayyib, jedenfalls. Dazu gehört auch das Beten in gestohlener Kleidung. Denn das Bedecken der Aura ist eine Bedingung, die nur das Gebet betrifft. Und daher, wer in gestohlener Kleidung oder unreiner Kleidung betet, das Gebet ist ebenfalls hinfällig, ungültig. Dritte Situation, das Verbot betrifft eine Bedingung, die nicht spezifisch die jeweilige Ibadah betrifft. Es bezieht sich auf eine Bedingung, die nicht nur diese Ibadah betrifft. Das heißt, sie gilt auch für andere Sachen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, das Tragen von Seide. Das Tragen von Seide, ist es nur im Gebet verboten für den Mann? Es ist allgemein verboten. Nicht nur im Gebet. Also ist das Meiden der Seide eine, ich sage es mit Anführungsstrichen, mit Vorsicht, eine Bedingung. Und nach dem Madhab der Hanabila, wie es Ibn Rajab darstellt, ist das ein Grund dafür, dass die Ibadah ungültig wird. Aber nur solange es die Aura betrifft. Also wenn die Seide dort ist, in dem Bereich, den er bedecken muss. Übrigens, Seide ist nicht komplett verboten für die Männer. Das ist auch so ein Missverständnis, was die Leute haben. Die Seide ist nicht in jedem Fall verboten. Da gibt es Details, zum Beispiel, wenn die Kleidung, die du trägst, zu 50% aus Seide besteht und zu 50% aus einem anderen Stoff, ja, oder sie besteht aus weniger als 50% aus Seide, oder man sieht die Seide nicht, also sie ist nicht oberflächlich. In diesen Situationen ist es erlaubt, die Seide zu tragen. Und zum Verbot zählt auch nicht die künstliche Seide, auch wenn man das Seide nennt. Das zählt nicht dazu. Die vierte Situation, das ist jetzt die letzte. Die vierte Situation, und zwar das Verbot, betrifft weder eine Säule der Handlung noch eine Bedingung. Ja? Es ist ein Verbot, das mit der Ibadah selbst nichts zu tun hat. In diesem Fall ist die Ibadah gültig, also hat nicht den Fassad zur Folge. Ein Beispiel dafür. Hä?
Ja, Hajj, genau. Hatte ich gestern schon gefragt. Hajj mit verbotenem Geld zu machen. Hajj bi Suht. Yasih? Natürlich diejenigen, die gestern da waren, müssen nicht antworten. Ich frage die, die nicht da waren. Yasih oder? Yasih. Warum? Weil das Geld ist weder eine Säule des Hajj, noch eine Bedingung des Hajj. Ja? Das Verbot, verbotenes Geld zu benutzen, betrifft nicht nur das Hajj. Das ist ein allgemeines Verbot. Das Geld ist nur ein Mittel zum Zweck und kein Zweck an sich. Ein anderes Beispiel. Al-Ina al-Maghsub. Al-Wudu min Ina in Maghsub. Wudu zu machen aus einem, also einem Gefäß, das gestohlen ist. Das Wasser selbst ist nicht gestohlen, aber das Gefäß ist gestohlen. Ist dieses Wudu, oder das Gefäß besteht aus Gold? Ist der Malu Zahabi? Fi ghayri zinatin muharram. Das Benutzen von Gold außer im Schmuck ist nicht legitim. Besteck aus Gold, Gefäße aus Gold. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen, es gibt gewisse Ausnahmen, aber grundsätzlich. Jemand macht jetzt Wudu aus einem Gefäß aus Gold. Ungültig oder nicht? Das Gefäß ist weder, auch hier wieder, weder eine Bedingung des Wudu, noch ist es eine Säule des Wudu, noch handelt es sich um eine Pflicht des Wudu. Das heißt, es ist fremd. Es ist dem Wudu fremd. Es hat nichts mit dem Wudu zu tun. Daher annulliert es die Handlung nicht. Das sind also die vier Situationen. Diese vier Situationen. In den ersten dreien haben wir gesagt, in den ersten zweien ist es eigentlich, glaube ich, es ist unbestritten. Ich bin aber nicht sicher. Das dritte ist der Madhab. Das dritte ist der Madhab und das vierte ist auch unbestritten innerhalb der vier Madahib. Na. Kommen wir jetzt zu dem anderen Fall, der auch mit dem Hadith zu tun hat. Und zwar Al-Uqudul Fasida. Hal hiya mun'aqida aw la? Denn der Prophet sagt, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Wer eine Handlung tätigt, die nicht unserem Amr entspricht, sie ist zurückzuweisen. Al-Uqud al-Fasida. Ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung darüber habt, was damit gemeint ist. Verdorbene Verträge, damit sind Verträge gemeint, in denen eine Bedingung fehlt oder eine Säule fehlt, ja. Oder die auf eine unstatthafte Art und Weise ausgeführt werden. Sind diese Verträge, gelten sie als geschlossene Verträge, abgeschlossene Verträge oder nicht? Hier gibt es auch wieder Details. Und das ist sehr wichtig in gewissen Sachverhalten. Wir schauen uns erstmal an. Auch das erwähnt Ibn Rajab in dieser Form, in diesem Buch Al-Qawa'id. Verdorbene Verträge. Verdorbene Verträge können wir in zwei Kategorien einteilen. Es gibt widerrufliche Verträge und unwiderrufliche Verträge. Diese Übersetzungen passen nicht unbedingt zu dem, was die Fuqaha erwähnen, aber mir ist kein anderes Wort eingefallen. Ich erkläre euch kurz, was damit gemeint ist. Uqudun ja'iza wa uqudun lazima. Habt ihr schon mal was davon gehört? Al-Uqudul ja'iza und Al-Uqudul lazima. Es gibt Verträge, den darf ich widerrufen. Das heißt, wir haben einen Vertrag abgeschlossen und ich ziehe mich einfach wieder raus. Ja? Das nennt man Uqud ja'iza. Nein, hier ist nicht mit erlaubt. Hier ist nicht erlaubt gemeint. Jais bedeutet, ich darf sie zu jeder Zeit grundlos widerrufen, auflösen. Dann gibt es Uqudun lazima. Uqud lazima, das heißt, sie können nicht ohne weiteres einfach aufgelöst werden. Sie können nicht einfach aufgelöst werden. Sie erfordern da gibt es gewisse es gibt da gewisse Voraussetzungen, Bedingungen und so weiter. Die Al-Uqud
Al-Ja'iza, die widerruflichen Verträge. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Das nennt sich Al-Mudaraba oder Al-Qirad. Das ist eine Form von eine Form der Sharika. Beispielsweise, ich habe Kapital. Ich habe Kapital und du hast Erfahrung. Nehmen wir an, im Handel. Du bist ein Kaufmann. Ich stelle dir das Kapital zur Verfügung, damit du dieses Kapital nutzt und damit Handel betreibst. Und wir einigen uns darauf, beispielsweise sagen wir, weil das Kapital so groß ist, kriege ich 2/3 des Gewinns und du bekommst 1/3 des Gewinns. Das nennt man Mudaraba. Das ist ein Vertrag, den man lösen darf. Wenn diese Verträge verdorben sind, gelten sie als abgeschlossen oder nicht, dieser Vertrag? Beispielsweise eine Bedingung ist falsch, eine Bedingung fehlt. Gilt er als abgeschlossen oder nicht? Wenn wir davon reden, dass ein Vertrag abgeschlossen ist, dann bedeutet es, jeder Vertrag hat rechtliche Folgen. Verträge haben rechtliche Folgen. Treten diese Folgen in Kraft oder nicht? Ein Kaufvertrag hat eine rechtliche Folge. Die wäre, Besitztum geht über auf eine andere Person. Besitztum geht über auf eine andere Person, von A zu B. Das ist die rechtliche Folge des Vertrages. Rechtliche Folge eines Ehevertrages, zum Beispiel, rechtliche Folge eines Ehevertrages ist zum Beispiel Istihqaqul Mahr. Dass der Frau die Brautgabe zusteht. Eine rechtliche Folge ist es, Istiqrarul Mahri bid-Dukhul wal-Khalwa. Wenn der Mann mit der Frau alleine ist oder mit ihr verkehrt, hat sie Anrecht auf den vollen Mahr. Von den vorrechtlichen Folgen des Nikah ist der Talaq. Die Scheidung kann nämlich nur dann bestehen, wenn eine Ehe geschlossen ist. Oder nicht? Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Text gelesen von einer Person, die über dieses Thema gesprochen hat. Und das zeigt immer wieder, es passiert oft, dass man Batil mit gleichem Batil widerlegt. Yani, es ist eine Person, ein deutscher Jurist oder so, der hat auch Islamwissenschaften studiert. Und er hat sich über Ehen ausgesprochen. Die Unterscheidung der Ehe in Nikah Batil, Nikah Fasid, Nikah und Sahih, diese Einteilung. Und da hat jemand, wollte das widerlegen. Er wollte das widerlegen, weil das ja, weil die Leute denken, wenn jemand irgendwo falsch ist, dass er in allem falsch sein muss. Und dann widerlegen sie auch das, was recht ist. Dann wollte er das widerlegen, diese Einteilung, und wollte damit zeigen, dass das unkorrekt ist und ja, nee, das kommt halt von der, das ist ein typisches Beispiel für die Almanion, wie nennt man die auf Deutsch nochmal? Säkularisten, die versuchen hier den Islam zu lehren. Das Problem ist das, was der Mann da gesagt hat. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die besteht im Fiqh. Und das ist einige der Fuqaha, dieser Auffassung, selbst die Hanabil sind der Auffassung, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Al-Uqud al-Fasida und den Al-Uqud al-Batila. Ich gebe euch ein Beispiel jetzt hier. Nehmen wir hier diese unwiderruflichen Verträge. Es ging nämlich um die Ehe. Unwiderrufliche Verträge, was ist damit gemeint? Damit sind Verträge gemeint, die man, wie gesagt, nicht ohne weiteres einfach auflösen kann. Dazu zählen wir zum Beispiel die Ehe. Eine Ehe, wenn du geheiratet hast, kannst du nicht einfach wieder rückgängig machen. Rückgängig, ja, ohne irgendwelche weiteren Folgen. Das meine ich mit rückgängig. Mit auflösen, dass es keine weiteren Folgen gibt. Das heißt, kein Mahr, kein Talaq, ja, keine Anrechte auf irgendetwas. Das wäre rückgängig machen.
Die Auflösung der Ehe geschieht durch den Talaq. Und das hat rechtliche Folgen. Tayyib, jetzt kennen Sie die Frage, eine Ehe, die abgeschlossen wurde, die verdorben ist. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, verdorben heißt, eine Säule fehlt, eine Bedingung fehlt oder sie ist, hat stattgefunden auf eine Art und Weise, die einem Verbot widerspricht. Sind diese Ehen Mun'aqida geschlossen und haben rechtliche Folgen? Die Ahl-Ilm unterscheiden hier, zumindest in einigen Masahib, zwei Formen von Ehen, verdorbenen Ehen. Ankihatun batila, ankiha fasida. Was heißt Nikah batil und fasid? Sprachlich gibt es keinen Unterschied. Al-Butlan und Al-Fasad. Al-Fasad und Al-Butlan. Aber fachlich unterscheiden wir. Al-Nikah al-Batil huwa ma ujmi'a ala butlanihi. Die Ahl-Ulim sind sich einig darin, dass das Batil ist. Es ist keine umstrittene Sache, wie eine Frau in ihrer Idda zu heiraten. Eine Frau befindet sich gerade in ihrer Idda und er heiratet sie in dieser Phase. Ist das umstritten? Es gibt hier den Konsens der Ahl-Ulim, dass diese Form von Ehe nicht legitim ist. Das ist Batil. Hat diese Form der Ehe irgendwelche rechtlichen Folgen? La. Sie ist nämlich nicht abgeschlossen. طيب النكاح الفاسد. Umstrittene Formen der Ehe. Umstrittene Formen der Ehe. Hier schauen wir mal, was die Hanabila dazu sagen. Das ist ein typisches, das klassische Werk der Hanabila, Raud al-Murbi'. Raud al-Murbi' ist so das Standardbuch, nachdem Al-Buhuti das geschrieben hat. Es ist interessant, dass Al-Buhuti, Imam Yunus ibn Mansur Al-Buhuti, wenn er ein Buch erklärt, erklärt es niemand mehr nach ihm. Das Buch Raud al-Murbi' hat nach ihm niemand mehr erklärt. Jetzt werden Erklärungen wieder geschrieben, zu dem Zad al-Mustaqni meine ich. Er hat das Buch Zad al-Mustaqni erklärt in diesem Buch, Al-Raud al-Murbi'. Man hat danach dieses Buch nicht mehr erklärt. Das war, der Scharf von Buhuti hat gereicht. Man hat Hawashi und so geschrieben, Randglossen und so. Aber mittlerweile wird das Buch wieder erklärt. Dieses Buch ist also eine Unter. Er sagt hier, ich möchte euch nur zeigen, dass nicht alles, was im Internet geschrieben wird, auch wenn es professionell wirkt, dass es nicht immer richtig sein muss. Er sagt, hier, damit ihr das auch versteht, was ich sage. Ich habe vorhin gesagt, die Scheidung ist eine Folge von einer abgeschlossenen Ehe. Ich kann nicht eine Frau scheiden, mit der ich keine Ehe habe. Tayyib. An-Nikah al-Mukhtalaf, er sagt, وفي نكاح ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق. Denn die Scheidung fällt auch in dem النكاح الفاسد. Die Scheidung fällt auch in dem النكاح الفاسد. Al-Mukhtalaf fihi, wie zum Beispiel Kanikahin bila wali, in einer Ehe ohne Wali. Tayyib, warum? Weil es umstritten ist und weil dieser Khilaf toleriert und geduldet wird und weil die Ulama sagen, la yunqadu ijtihadun bimithlihi, al-ijtihadu la yunqadu ijtihadan mithlah. Die Regel habe ich hier aufgeschrieben. Der Ijtihad annulliert nicht den Ijtihad. Weißt du, was das bedeutet? Selbst wenn ich beispielsweise einer bestimmten Rechtsschule folge, nimm dir an, du bist ein Qadi und deine Expertise ist im Bereich des hanbalitischen Fiqh. Es kommt vor dir ein Fall, zwei Personen haben geheiratet, ein Mann, eine Frau ohne ein Wali. Sie sind Hanafiten. Oder jemand
sie sind vielleicht nicht Hanafiten, aber der Qadi oder der Imam, der sie verheiratet hat, ich meine mit dem Imam nicht einfach die Vorbeter, ich meine mit dem Imam jemand ja, von Ahlul Ilm, hat sie verheiratet und sie haben ihn natürlich vorher gefragt und er ist ein Faqih in diesem Madhhab und ist der Auffassung, dass eine ausgereifte, volljährige Frau sich selbst verheiraten darf. Das haben wir der Hanafi, aber mit gewissen Bedingungen. So, jetzt kommt es zu einem Streitfall und sie kommen vor dir ins Gericht. Und wie gesagt, deine Expertise liegt nur im Bereich des hanbalitischen Fiqh. Und die Hanabila und wie die Jumhur sind der Auffassung, dass diese Ehe ungültig ist. An-Nikahu bila waliyin fasid. Tayyib, jetzt kommen sie zu dir, was sagst du zu ihnen? Sagst du zu ihnen, hier, das, was ihr macht, ist Zina, geht wieder fort. Gibt's nichts, Scheidung, gibt's kein Mahar. So? La. Al-Ijtihad, la yanqudu mithlahu. Dein Ijtihad, die meisten Fuqaha sind heute keine Mujtahidin und schon lange nicht mehr Mujtahidun. Die meisten Fuqaha sind sowieso Muqallidun. Egal welchem Madhab sie angehören. Und da besteht das Recht erst noch weniger. Deine Auffassung, die du befolgst, ist reiner Taqlid. Du bist ein Blindfolger. Du hast nicht die Kompetenz. Du hast nicht die Kompetenzen dafür, um eigenständigen Ijtihad zu betreiben. Das heißt, du befolgst nur eine Auffassung, wo du irgendwo denkst, aus heiterem Himmel oder wegen irgendwelchen vermeintlichen Adillern, dass das die stärkere Auffassung sein muss. Oder vielleicht denkst du das auch gar nicht. Vielleicht befolgst du einfach nur jemanden. Wie kannst du es dir nehmen, dann eine ähnliche Aussage, die auch nur auf einem Ijtihad basiert, einfach so aufzulösen? Das ist Jahl. Und so geht man nicht mit den Sachen um. So geht man nicht mit diesen Thematiken um. Tayyib, machen wir noch abschließend diesen Hadith fertig und dann machen wir eine kurze Pause. In Bezug auf die Ibadat, ich will jetzt nicht auf Details der Al-Uqud al-Fasida eingehen, ich wollte nur dieses Exempel erwähnen, aufgrund dieses Anlasses. In Bezug auf die Al-Ibadat habe ich genannt, wie das ist, mit den, wenn Ibadat auf eine verbotene Art und Weise ausgeführt werden. Man muss aber auch erwähnen bei den Ibadat, dass eine vor einer Ibadat die in einer Form ausgeführt wird, die gar keinen Ursprung in der Scharia hat, gar keinen Asl hat, auch sie ist hinfällig per Nass dieses Hadith. Wie zum Beispiel, wenn man Allah Ta'ala durch Tanz und Gesang sich annähern möchte, ja, oder man nähert sich ihm an durch Klatschen und Singen und im Kreis drehen oder durch Huhu, all dies hat keinen Asl in der Scharia, diese Formen der Ibadah sind nicht legitim. Eine legitime Ibadah wird auf eine Form ausgeführt, die nicht legitim ist. Also indem eine Ibadah wird praktiziert und sie beinhaltet verbotene Aspekte. Wie ist es da? Das haben wir geklärt anhand dieser vier Punkte. Noch eine letzte Sache hier. Dieser Hadith geht ja um die Bidah, richtig? Dieser Hadith handelt um die Bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh. Fahuwa radd. Aus diesem Hadith kann man entnehmen, dass eine Bid'ah in der Scharia, damit sie als eine Bid'ah gilt, dass da drei Dinge müssen existieren. Drei Dinge müssen da existieren. Erst dann zählen wir sie als eine Bid'ah. Und zwar Nummer eins. Al-Ihdath. Al-Ihdath heißt, dass sie tatsächlich, also hereingeführt ist, dass sie tatsächlich keine Grundlage hat. Und diese Grundlage muss nicht immer ein expliziter Text sein, das können auch allgemeine Aussagen und Prinzipien oder Maxime und Qawaid der Scharia sein. Wie zum Beispiel Al-Masalih al-Mursala. Al-Masalih al-Mursala. Al-Masalih al-Mursala sind Nutzen, die der Scharia-Geber weder erlaubt noch verboten hat. Das nennt man Al-Masalih al-Mursala. Wie zum Beispiel das Zusammensammeln des Korans, das Niederschreiben der Grammatik,
das Veröffentlichen von Büchern. Ist das eine Bid'ah? Der Prophet hat das nicht gemacht. Und er hat auch nicht befohlen, den Nahwu aufzuschreiben. Aber es ist eine Maslaha. Und es entspricht den, man kann es vereinbaren mit den allgemeinen Normen und Prinzipien der Scharia. Zweitens, es muss religionsbezogen sein. Es muss religionsbezogen sein. Warum? Er sagt, man ahdasa fi amrina. In unserer Sache. Was ist denn seine Sache? Die Dunya? Der Din, die Scharia, al-Qawanin, wal-Ibadat. Also es muss religionsbezogen sein. Wenn es nicht religionsbezogen ist, dann ist es keine Bid'ah. Die dritte Sache, alla yatawafaq ma'a al-qawa'id wal-usul al-shar'iyya. Dass die Handlung nicht zu vereinbaren ist mit den al-qawa'id und den Usul der Scharia. Das sind sehr pauschale Aussagen, was man darunter verstehen soll oder nicht. Das ist natürlich eine andere Sache, aber das können wir jetzt hier nicht behandeln. Wir machen hier eine Pause von 10 Minuten. Um 40 sollten wir wieder zurück sein. Draußen gibt es wie gestern Kaffee und Kuchen. Ihr könnt euch bedienen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.